So, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2, Folge 60. Wir sind in der Vulkanstation, müssen wir die online bringen oder ab? Ich glaube, wir müssen sie deaktivieren. Okay, das klingt ganz anders, gut. Warnung. Druckniveau im Ventil D4 überschreitet Maximalwert. Manuelle Korrektur erforderlich. Meine Korrektur sieht ganz einfach aus. Ich baller da drauf. So, erstmal umgehen. Okay, 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 das sieht gut aus. Xenon. Zugriff. Okay, ich glaube, das können wir vergessen. Mal andere Seite. Die ganze Anlage scheint hier bald von die Wunde zu gehen, also doch hier. Oh, verdammt. Aufpassen! So muss es sein. Soundtrack ist von dem Spiel. Okay, das Ding habe ich ja schon aktiviert gehabt und habe mir davor die Logi-Mechs vom Leib gehalten. Die Explosion. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Somit hätte man wahrscheinlich das auch noch. Aber da komme ich irgendwie nicht ran, muss wahrscheinlich die andere Seite stehen. Ach, hier geht's hoch. Scheint auch noch ein Raum zu sein, aber ich glaube, hier geht es wieder weg, oder? Ja.
Forschungslog. Haben ein Notsignal von der Atlas-Station erhalten. Adler hat den Ausnahmezustand für das Projekt ausgerufen. Wir versuchen, die Generatoren abzuschalten, um der VI die Energiezufuhr zu entziehen. Aber sie hat bereits unsere automatisierten Systeme übernommen. Ich habe Anweisung erteilt, das Kraftwerk auf jede nur erdenkliche Weise stillzulegen. Okay, offensichtlich will da jemand nicht, dass das passiert. Die VI oder KI, die uns auch die ganze Zeit beobachtet, macht uns das Leben nicht einfach. Okay, da gibt's wieder Ärger. Wir wurden entdeckt. Fuck. Ach du Scheiße! Bestätige! Habe Schilde verloren. Greife Ziel! Okay. Kohle. Und ich brauche dringend Munition. Das Gaff-Gewehr, Impulsgewehr, tatsächlich mehr Munition. Ist in einem Clip drin. Ne? Größere Magazin. Ja, ein größeres Magazin, aber dennoch weniger Schaden und auch weniger Schüsse pro Magazin, glaube ich. Mehr Schüsse pro Magazin. Also schießt deutlich schneller. Was ist das Ding hier noch? Okay, das ist nett. Hahaha! Aufgabe der Anwendung der Atlas-Station akzeptiert.
Shepard, hier ist Dr. Archer. Bitte antworten Sie. Ich höre Sie, Doktor. Wir sind in der Vulkanstation fertig und gehen nun weiter. Shepard, Ende. Der gute Garrus hat es übernommen. Garrus. Ja, den nächsten Teil, kleiner Abschnitt des DLCs abgeschlossen. Wir haben die Vulkanbasis abgeregelt oder die Abriegelung aufgehoben und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die eine abriegeln. Das können wir sogar jetzt noch anfangen. Also, was war das andere? Die Prometheus, genau. Die Prometheus. Das war eine tollkühne Glanzleistung. Die Vulkanstation war ein Erfolg. Sie müssen immer noch zur Prometheus-Station und die Abriegelung von dort aus aufheben. Viel Glück. Oh, ich habe einen Tier getötet. Ich würde gerne noch dieses letzte Teil finden, aber... Oh! Das könnte tatsächlich sein, dass das oben ist. Die geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Obwohl, das ist schon sehr komisch. Vielleicht ist das wirklich oberirdisch. Was ist denn da hinten eigentlich? Da bin ich hergekommen, oder? Genau, das ist der Startpunkt. Was war hier nochmal? Und hier war ich auch schon. Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss doch dieses letzte verdammte Teil sein. Oh, bei uns. Das muss doch irgendwo oben sein. Irgendwo, wo ich mit dem Ding hochfliegen muss. Aber bis hier sehe ich nichts. Kann doch nicht sein. Ich möchte dieses letzte Ding finden, aber ich finde es einfach nicht. Nein, das muss doch hier irgendwo sein. Das ist das letzte verdammte Teil. Hier komme ich ja auch nicht hoch, oder? Unsichtbare Wand. Was übersehe ich gerade? Bestimmt schon tausendmal dran vorbeigeflogen. Aber ich finde das letzte Teil einfach nicht. Das gibt's doch nicht. Ist vielleicht hier hinten irgendwo?
da ist es. Es ist unterirdisch. Bedrohung geortet. Feindliche Einheiten in der Nähe. Wow. Datenpaket wurde geborgen. Sämtliche Datenpakete wurden geborgen. Okay, geschafft. Jetzt können wir auch zur Prometheus-Mission. Da gibt es doch eigentlich mal so einen schönen Pfeil, der mir anzeigt, wo es lang geht. Analyse. Schutzlose Pflanzenfresser können es nicht mit Lenkraketen aufnehmen. Ja, danke. So, wieder die gute Tully und den guten Garrus. So, an dieser Stelle mache ich aber mal... Die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Geth-Schiff voller inaktiver Maschinen, die wir bei unserem Experiment benutzen. Unsere Leute dort antworten nicht mehr. Vermutlich hat die VI die Verteidigungsschilde aktiviert, um sie am Betreten zu hindern. Viel Glück! Und dann sehen wir uns einfach zur nächsten Folge wieder. Ciao!